Recht herzlich willkommen zur 176. Folge von City Skylines. Ja, MAZ hatte mir geschrieben, dass hier meine Stadt stirbt. Lauter Tote hier. Da müssen wir mal reingucken, was da der Sache ist. Okay, ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Ja, das ist jetzt die Frage, was ist das Problem? Gesundheit ist hier. Ja, wir haben natürlich überall Tote und die nicht abtransportiert werden. Das ist die Frage, was ist die Friedhöfe? Sind die voll? Sind die leer? Und ja. Räumung beendet. Den können wir dann wieder aufmachen. Dann können da wieder welche fahren. Da ist alles okay auf dem Friedhof. Also es wird, seine Vermutung war, es ist Wasser vergiftet oder sowas. Und vielleicht ist auch hier zum Beispiel, wie man sieht, nur der Friedhof einfach nicht. Also das Transportunternehmen kann nichts mehr wegbringen. Ne? Das ist das Nächste. Das ist. Wir haben ja dann relativ wenige Friedhöfe mittlerweile. Und wenn die dann alle voll sind, können auch nicht die Leute. Und dann ist ja, wenn einer, ne, so Leichen nebenan sind, dann fangen die an zu verwesen und andere werden dann auch krank. Das ist auch klar, ne? Da können wir auch wieder öffnen. Hier sieht man das, ist nämlich zum Beispiel auch deaktiviert. Mehrere Probleme. Wenn es deaktiviert ist, ist es erstmal so zu lassen. Da hinten, der ist voll. Der muss geräumt werden. Hier läuft er noch. Wir haben ja viele auch deaktiviert, ne? Hier ist noch einer. Der muss geräumt werden. Also sieht man sie nicht, ne? So sieht man sie viel einfacher. Hier ist einer geräumt. Können wir dann wieder aktivieren. Da ist nix. Aber sicherlich können wir auch schauen, ob was mit dem Wasser nicht passt. Das müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch machen. Oder andere Dinge, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Hier sollten wir gleich auch noch irgendwie aktiv werden. Vielleicht wird der Müll auch nicht abgeholt und das ist das Problem. Könnte auch sein. Dann stinkt das erst gen Himmel, aber irgendwann fangen dann an, irgendwelche Seuchen darum zu schlagen. Wie soll man das sagen, sich auszubreiten? Also das war klar. Dann haben wir da welche, da. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt das Hauptproblem. Da ist noch einer, der zu aktivieren ist. Gut, das läuft. So, die anderen sind jetzt soweit alle wieder in Arbeit. Ja, Müll. Gucken wir jetzt nach Müll, ne? Da haben wir hier einiges wahrscheinlich, was wir aktivieren und räumen müssen. Ne, das ist da zu machen, da zu machen. Der wird jetzt geräumt dann. Der auch. Der auch. Den hatte ich jetzt schon erwischt, ne? Und das war doch der, ne? Oder? Ja, wird Gebäude wird geleert. So, und die anderen können wir jetzt aktivieren. Wenn sie denn nicht nur ausgeschaltet sind. Aber das sieht so aus, als ob die jetzt wieder arbeiten können. Der auch. Die sind ausgeschaltet. Okay, da sieht man wieder besser hier, ne? Ist klar. Jetzt haben wir hier noch zwei. Die würde ich auf jeden Fall auch wieder aktivieren. So, nur im hinteren Bereich, da würde ich schon gerne zusehen, dass wir da
abschalten noch, ne? Und lieber hier vorne einen aktivieren dann. Lass mal den hier wieder aktiv schalten. Gebäude ist abgeschaltet. Und dafür mache ich hier hinten den aus. Ja, super, ne? Das ist falsch geklickt. So, den schalten wir aus. Die schalten wir auch aus. So, den haben wir mit dem vorne. Dann sind hier noch vier Stück, die ich jetzt erstmal ausschalte. Dafür müssen wir definitiv aber vorne welche einschalten. Da ging es mir ja um den Verkehr, ne? Wenn die hier reinfahren. Ach, guck mal, der einer ist sogar noch an. Den lassen wir ja auch an. Das ist ja... Ja, man kann da auch noch einen zweiten anlassen. So ist ja nicht... Ist nur, wenn so viele sind, dann hat man das Problem mit dem Verkehr, ne? Komm, dann machen wir auf der anderen Seite hier noch einen und schalten den ein. Dann ist da einer. So, hier ist erstmal der da und der dazu. Räumen. Diese beiden müssen wir erstmal räumen. Das ist dann auch okay. Dann machen wir einen nachher von aus und den anderen an. So. Hier ist einer, der kann ja dann auch anbleiben. Und hier rechts. Der kann wieder an. Den machen wir aus und wir setzen hier vorne noch irgendwo einen hin, den wir wieder anmachen. So. So, da haben wir da zwei, da sind zwei, drei, das passt dann schon. Dann haben wir hier den einen oder anderen vielleicht noch einzuschalten für da hinten, die wir da ausgemacht haben. Machen wir mal diese beiden hier. Und dann sollte das einigermaßen funktionieren, oder? Entschuldigung. Also diese hier würde ich doch irgendwie gerne gleich ausmachen. Weil das ist noch dann mir zu viel Verkehr hier für einen... Es läuft hier jetzt momentan, ne? Wie man sieht, dann ist alles gut, ne? Aber irgendwie müssen wir da mal nach anderen dann noch. Das ist hier... Räumung beendet, dann kann er auch wieder arbeiten. Die war noch ausgeschaltet, oder? Ja. Was ist mit ihm hier? Gebäude leert sich, okay. So, dass wenn das ein Müllproblem war, was sein kann, dann wird das jetzt bereinigt. So, das andere ist, dass die Leute dann abgeholt werden. Wir hatten hier schon vorhin noch, wo wir angefangen haben, 56.000 stehen. Da sind jetzt nur noch 54.000. Also das ist schon ein bisschen schlechter geworden noch. Da müssen wir definitiv noch dran arbeiten. Ist auch viel Leerstand, wie wir sehen hier. Kaputte Gebäude. Ja, dann will auch keiner kommen, wenn es so schlecht aussieht im Endeffekt. Das müssen wir auch noch bedenken. Aber die sind alle wegen der Dingens weggezogen. So, dann lass uns mal hier oben noch schnell reingucken. Erstmal das. Stromtechnisch ist wohl ziemlich viel angeschlossen. Oder alles angeschlossen. Haben auch genug Strom. Wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Wasserversorgung ist gegeben. Ist jetzt die Frage, ob das, als die alle noch da waren, gegeben war, ne? Kann genauso gut sein, dass dann da das Problem war. Ja, Müll. Da ist es schon ein bisschen schlechter am Laufen, ne? Bildung bringt uns keine Toten. Hier sieht's okay aus. So, Gesundheitswesen ist gut. Bestattungswesen ist Krematorium verfügbar. Das ist schon mal da ganz schlecht. So, jetzt müsste man gucken, ob man da noch welche findet, ne? Werden die jetzt angezeigt? Auch die deaktivierten? Ich habe vielleicht noch mal welche irgendwann abgeschaltet, ne? Lass mal gerade durchgucken. Fangen wir hier unten an. Hier gibt's erstmal gar keins. Auch kein ausgeschaltetes. Das ist aber jetzt nicht unbedingt schlimm. Hier ist auch keins.
Hier habe ich eins gesehen, das ist da. Das schalten wir dann vielleicht besser wieder ein. Ah, das ist gut, dass man es jetzt nicht mehr sieht. Da ist es. Schalten wir wieder ein. Gut. Dann gehen wir wieder hin. War hier rechts nur eins oder das war an? Ne, da oben ist das. Das machen wir dann auch noch an. Gut. Da wäre auch noch eins. Das müssen wir vielleicht auch noch einschalten. So. Dann da wieder rein und dann sollte das langsam auf gelb überblenden da oben. Geht auch. Jetzt müssten wir noch eins vielleicht dazu, aber im Moment warten, ob na, da wäre noch eins. Da oben ist auch noch, wenn eins. Und hier sehe ich keins mehr. Und hier war ja auch keins. Also zwei sehe ich noch, die aktivieren könnte. Das wäre einmal da. Ah, da ist auch noch eins. Dann sind es drei. Ich glaube, das würde ich aber hier oben das anmachen. Und da sich der Balken nicht mehr nach vorne bewegt, glaube, machen wir das auch. Schalten wir das wieder ein. Gut. Kann natürlich jetzt auch sein, wir hatten sehr viele Leute, die jung waren, noch nicht gestorben sind und dann hatten wir Zuwachs und die sind dann irgendwann altersbedingt dann doch ausgeschieden und ja. Dann passte das nicht. Vielleicht war das auch so. Dann wäre das jetzt wieder der Punkt, dass wir jetzt nichts mehr ausschalten, auch wenn, wo ist denn das jetzt? Gesundheitswesen da, Bestattung. Auch wenn das jetzt im grünen Bereich ist, wir wachsen ja und wieder haben wir jetzt wieder so eine geschlängelte Kurve im Graphen sozusagen. Momentan sind alle gestorben, junge Leute kommen hinzu, keiner will sterben, weil es nur die Jungen da sind. Die brauchen ihre, keine Ahnung, sagen wir 80 Jahre und dann sterben die alle auf einmal, weil die alle gerade zugezogen sind. Ja. Hier, Erwachsene 16 sieht man ja, ne? Und dann sterben die nachher alle weg. Senioren sind gerade alle gestorben, ne? Die nächste Runde kommt dann hier. Die werden alle zu Senioren, dann sterben die alle und dann hast du ein Problem. Zwischenzeitlich fährst du es runter im Friedhof und so. Und ja, schubweise haben wir sozusagen die Generationen hier, die dann ausscheiden. So, jetzt ist die Frage, es kommen auf jeden Fall Leute wieder, das ist kein Problem. Jetzt ist die Frage, ob wir diese Häuschen alle abreißen, weil dann kommen die vielleicht schneller oder so, ne? Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube. Nur andererseits Stromversorgung, ne? Fällt dann weg. Aber ich sag mal, anderweitig ist es so ein Haus hier zwischen, sollte nicht so unbedingt das Problem sein. Außerdem können wir ja das so machen, ne? Und dann den Bagger anmachen. Da sieht man ja, wo Strom ist und wo nicht. Die sind ja dann schon zufriedener, ne? Und wachsen wird es auch schneller. Ne, man sieht ja, dann kommen die Smileys hoch und dann sind sie zufriedener. Dann wird auch eher dahin gezogen, wie wenn so eine Baracke nebenan ist, die leer steht. Hier oben müssen wir aufpassen mit dem Strom. Obwohl, das holen die sich dann schon selber. Ist ja keine Anbindung. Das Wichtige ist, dass wir die Anbindung dann sehen, ne? Da werden sicherlich jetzt noch einige Gebäude durch sowas hier, ne? Die sind ja dann auch gleich verlassen. So, dieses hier könnte man abreißen. Hier wäre ich dann vorsichtig. Ich glaube, das lassen wir besser alles so, wie es ist, weil das ist die Verbindung nach hier. Hier können wir ein bisschen durchforsten. Da
Das geht auch. Das ist alles kein Problem, das hier wegzumachen mittendrin. So. Das sieht dann besser aus. Das kann weg, das auch. Ich glaube, dafür haben wir immer noch genug Platz für die Verbindung auf der anderen Seite. So. Da können wir nicht, immer gesagt. Ja, hier ist das so ähnlich wie da drüben, ne? Obwohl, die Verbindungen sind hier schon noch gut. Da geht was. Hier ist das ähnlich. So ein, zwei Häuser dazwischen sind ja kein Problem. Hier wird schon wieder gebaut. Kein Risiko, aber... Okay, da wäre ich jetzt vorsichtig. Wenn ich das mittlere Haus wegnehme, habe ich vielleicht keinen Strom mehr da. Das ist hier alles kein Ding. Da links stehen auch noch deaktivierte Kraftwerke. So läuft's. Das kann auch weg. Hier ist alles noch am Laufen. Kurz die Baulücke gucken. Der Kick wäre es jetzt, ne, oder? Zack, geht trotzdem, alles klar. Ja. Ja, hier sind dann noch ein paar, die wir auch noch wieder rauskicken können. Da dürfen wir nicht, hatten wir gesagt. Das kann ruhig weg. Die Verbindung gibt es sowieso nicht. Hier sind noch zwei Gebäude. Wäre sowieso nichts gewesen. So, dann wäre es jetzt hier. Gehen wir, wo gehen wir zuerst los? Ah, okay, hier sind wir sowieso noch auf der Seite vom Fluss, von der anderen Seite. Okay. Läuft da. Das sieht dann besser aus, wenn das weg ist. Die Leute kommen schneller wieder, denke ich. Okay. Kämpfen wir uns hier Viertel für Viertel gerade durch. Dann sind die schon alle viel glücklicher da in der Nachbarschaft. Wohnwert wird gesteigert. Grundstückswert wird doch auch gesteigert dann. Ist auch noch weg. Habe ich, glaube ich, ein richtiges auch abgerissen, aber das passiert schon mal. Läuft, ne? Hm.
Gut, da auch noch aufräumen. Sieht gut aus, oder? Gut, bis zur Flussmitte sind wir dann schon mal. Und nächstes Mal müssen wir dann weiter auf der anderen Seite noch machen. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht noch die ein oder andere Dingens hinkriegen. Wie heißt es? Sag schon. Die eine oder andere Buslinie dann noch, die wir noch machen müssen. Da waren wir jetzt leider nicht dran gekommen. Strom, Wasser ist gut. Müllabfuhr ist wieder knapp am Rande da. Gesundheitswesen funktioniert. Bestattungen sind jetzt super hochgefahren, ne? Ist klar. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.